Ihr wart ja ganz schön lange fort. Ach genau, hier Leonardo waren wir. Leonardo redet gerne. Wir waren das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ah, fuck. Ich gab euch die Fertigkeit, Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Die guckt so, als wären die Mutter und die Schwester tot. Oder das ist seine Familie. Okay, ich glaube, das ist... Endlich mal an den Kragen gehen. Ich freue mich schon richtig hier drauf. Von hinten mit dem Messer. Bam. So, wir müssen da irgendwie irgendwo hin. Lass mich mal schauen, da können wir rüber. Ist irgendwo eine Wache da. Fuck. Ja, ich würde sagen, wir werden uns mit der Wache anlegen. Ist ja nur eine. Dann ist ja gar kein Problem. Und obwohl, nein, ich kann außen rumgehen. Geh rum, Ezio. Du brauchst keine Angst haben. Ja. Hoffentlich schafft das, ja. Der Typ müsste jetzt irgendwo über mir sein. Ist mir aber auch egal jetzt. Sparen wir ein bisschen Zeit. Ja, nee, nicht ernsthaft, oder? Achso, doch, ich muss nur da. Ich dachte gerade. Weil, alter Schwede! Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja, eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Oh, ich denke mal, die killen den jetzt. Unbemerkt? Was will der von mir? Ich gehe jetzt ganz bestimmt nicht darunter. Was will der von mir unbemerkt? Was soll das? Soll das unbemerkt? Ich muss aufpassen, dass... Oh, da hinten ist ein Bogenschütze. Oh. Das wird eine Mission. Aber endlich mal eine Mission, die Stil hat. Wisst ihr? Endlich mal eine Mission, wo man sich richtig als Assassine gänzen muss. Wo ist denn der Bogenschütze? Wo ist der Bogenschütze? Ich sehe den gar nicht. Oh fuck, da ist der. Faggit. Wie soll ich darüber kommen? Halt ich irgendwo fest? Ja, stark. Runter oder stirb!
Alter, das war knapp. Alter Schwede. Ich sehe da keine Wachen auf dem Dach. Aber ich gehe mal vorsichtshalber noch einen Ticken weiter. Ne, von hier komme ich da nicht hin. Ich muss doch zurück. Ey, wie? Wenn ich ganz leise bin, merkt er mich vielleicht nicht. Nein! Fuck, warum bin ich da runtergefallen? Faggot, ich hatte es fast geschafft. Naja, wir sehen uns dann gleich, wenn ich ungefähr in der Nähe bin. Bis denn. Hallo Leute, ich bin jetzt ungefähr da, wo wir vorher waren. Da waren wir nämlich gestorben. Und diesmal gehe ich halt vorsichtiger an. Ich hab's geschafft. Guten Abend, den wünsche ich euch. Ich hoffe, dass ihr euch gut amüsiert. Allerdings, eine schöne Ablenkung von der üblen Sache mit der Familie Auditore. Wenn man bedenkt, dass ich Giovanni einst als Bruder sah. Gebt euch keine Schuld. Wie hättet ihr wissen sollen, was ihr plante? Streichen wir den Namen des Verräters aus den Büchern. Möge die Geschichte vergessen, dass es ihn gab. Ja. So. Das sollt, wenn ihr mich bitte entschuldigen. Du. Stirb, ey. Du hättest dasselbe getan. Um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Assassino! Vergiss, wie wir jetzt gesucht sind, meine Freunde. Da kommen sie schon alle angekrochen. Jesus, verschone mich! Hilf mir! Ich weiß, so, jetzt lauf, Ezio, lauf. Lauf so schnell du kannst. Bam, geschafft. Lachu, du wirst. Halt's Maul, ganz leise, ganz leise. Fall bloß nicht runter. Gut. Ha, was ein Bug. Okay. Bisschen Luft holen, tief Luft holen. Aber das war mal eine Mission mit hier und so vielen Wachen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da noch einen anderen Weg gab, ob ich die aus alle aus dem Hinterhalt irgendwie hätte töten müssen oder so. Jemand, der das Spiel durchgespielt hat und weiß, dass es da eine bessere Möglichkeit hat, gab, wie man irgendwie, keine Ahnung, extra Punkte kriegen konnte oder so, keine Ahnung. Schreibt da mal dahin. Oder davor, also, wenn ich irgendwann mal irgendwas verpasst habe, schreibt es mir hin. Ich werde es dann nachholen. Wie weit ist denn das noch? Ich wünschte, ich könnte hier so ein Auto nehmen und einfach langfahren. Oh, faggot. Er ist hier! Der fällt runter. So, dann konnte ich die immerhin ein bisschen damit ablenken. Und dadurch etwas Zeit gewinne. Was aber scheißegal war, weil ich es auch so geschafft hätte.
Also, langsam kenne ich mich in den Dächern hier richtig gut aus. Also ich komme damit richtig gut zurecht. Ich weiß langsam, wo ich hin muss. Was wo ist. Jetzt komme ich dahin. Zum Beispiel weiß ich, dass ich hier so schnell nicht runterkomme. Deshalb nehme ich mal hier quasi so eine Treppe. Da ist die Treppe. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Als Maul. So. Ich werde Florenz wohl besser verlassen. Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Monteriggioni. Ihr werdet nach immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ja, nee. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen bare Münze. Ihr Verlust würde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen und ihr könnt die Stadt verlassen. Okay, machen wir. Das sollte nicht allzu schwer werden. Oh, das Einzige, was jetzt schwer ist. Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Ja, mal hier lang. Bekanntheitsgrad minus 25%. Muss ich jetzt 4 Stück davon... Man konnte doch auch noch andere Sachen kaputt machen. Weißt du was? Mein Gott, ist der übergeschnappt? Habt ihr den Verstand verloren? Verschwindet von hier, Schemo!